Hier, auf Kreta, haben sie gelebt. Die Minoa. Sie gelten als die erste Hochkultur Europas. Aber vieles ist noch ungeklärt. Zeugnisse ihrer Existenz finden sich fast überall auf der griechischen Insel. 5 Antworten zu einem archäologischen Rätsel. Ihr Mythos. Als ihr großer Herrscher wird immer wieder König Minos genannt. Vermutlich existiert er aber nur in griechischen Sagen. Und die Bezeichnung Minos war möglicherweise eher so etwas wie ein Titel, wie der Pharao bei den Ägyptern. Die kretische Archäologin Antonia Pateraki beschäftigt sich mit den Minoern und ihren Sagen. Die minoische Zivilisation benennt sich nach König Minos, Sohn von Gott Zeus und Prinzessin Europa, Namensgeberin unseres Kontinents Europa. Nach einer Variante der Sagen fordert König Minos von seinem Vater Zeus, ihm seine Herrschaft zu garantieren. Von Poseidon erhält er dafür einen prächtigen Stier geschenkt, den er zum Dank an Zeus opfern soll. Minos behält den schönen Stier und wählt ein anderes, kümmerliches Exemplar als Opfergabe. Der Schwindel fliegt auf. Der verärgerte Zeus bringt Minos Frau dazu, sich mit dem Tier zu vereinen. Sie gebärt Minotaurus, ein Wesen mit Menschenleib, Stierkopf und ein Menschenfresser. Es haust laut Sage in einem Labyrinth, das Minos durch den Erfinder Daedalus hat errichten lassen. Minos weiß, das Monster für seine Zwecke zu nutzen. Die Minoer hatten einen Streit mit den Athenern. Von ihnen forderte Minos jedes 4. oder 5. Jahr 7 Jungen und 7 Mädchen, um sie an den berühmten Minotaurus zu verfüttern. Ihre Herkunft. Woher stammen die Minoer? Darüber gibt es verschiedene Theorien. Erste menschliche Ansiedlungen auf Kreta sind ab dem 7. Jahrtausend vor Christus belegt. Woher und ob die Minoer eingewandert sind, weiß niemand. Fest steht, dass sie mit den Mykenern auf dem griechischen Festland gemeinsame Vorfahren besitzen. Ihre Kultur. Die große Zeit der Minoer beginnt ab dem 3. Jahrtausend vor Christus. Und die Bronzezeit hat hier schon früher als in anderen Teilen Europas ihren Anfang. Warum bezeichnen wir sie als die erste Hochkultur Europas? Es ist die erste Zivilisation, die hier Städte baute, ein Schriftsystem und Bürokratie hatte. Eine glanzvolle Ära Kretas entsteht, vor allem ab der frühen Palastzeit nach 2000 vor Christus. Die Minoer erfinden die Linear-A-Schrift, bis heute nicht entziffert. Sie ist der Vorläufer von Linear B, eine Schrift der Mykener und schließlich der griechischen Schrift. Die Ausgrabungsstätten der minoischen Paläste wie hier in Knossos. Zahlreiche gefundene Kunstgegenstände. All dies sind Belege für den hohen Kulturstand und ausgedehnte Handelsbeziehungen. Die minoische Gesellschaft wird charakterisiert durch Paläste. Es sind 4 Hauptorte auf Kreta verteilt. Die Paläste von Knossos, von Phaistos, von Sakros und von Malia. Sie waren religiöse, politische und wirtschaftliche Zentren. Der Palast von Knossos. Um das Jahr 1900 lässt ihn der britische Archäologe Sir Arthur Evans freilegen und Teile der Ruinen rekonstruieren. Das bringt ihm viel Kritik aus der Fachwelt ein. Was ist echt? Was entsprang seiner Vorstellung? Und doch ist dieser Palast ein Beleg für die Fortschrittlichkeit der Minoer. Es gibt fließendes Wasser und beheizte Baderäume. Die kretischen Paläste dienen als Lager für Handelsgüter. Sie sind königlicher Wohnsitz und religiöser Treffpunkt zugleich. Mit solchen Palaststädten unterscheiden sich die Minoer von vielen anderen Gesellschaften der damaligen Zeit. Denn anders als in vielen anderen Kulturen sind hier Tempel und Paläste nicht baulich voneinander getrennt. Knossos soll zudem von einer Stadt umgeben gewesen sein, mit 12.000 Einwohnern. Vermutlich waren es sogar deutlich mehr. Unter den Säulen liegen ältere Palastteile. Nach Zerstörungen, vermutlich durch Erdbeben, werden sie einfach überbaut oder ergänzt. Die zahlreichen verwirrenden Gänge sind möglicherweise Vorlage gewesen für die Sage um das Labyrinth, in dem das Ungeheuer Minotaurus gefangen war.
Ihre Bedeutung. Schon um 2800 vor Christus pflegen die Minoer weit verzweigte Handelsbeziehungen. Die Lage Kretas ist dafür perfekt. Sie segeln bis ins Reich der Pharaonen. Skarabäus-Darstellungen in minoischen Funden sind ein Beleg dafür. Die Insel hat fruchtbare Böden, eine wirtschaftliche Grundlage für die minoische Hochkultur. Es fehlt jedoch an Metallen. In der Bronzezeit herrscht ein großer Bedarf an solchen Importen und Kreta wird zum bedeutenden Handelszentrum. Die Minoer liebten die See. Wir sind hier an ihrem Hafen von Komos. Sie hatten Kontakt zu Ägypten, Syrien, Palästina, Anatolien und dem griechischen Festland. Hier im Süden Kretas liegt einer der wichtigsten Umschlagplätze der Minoer. Die Überreste von Komos erinnern daran, wie bedeutend das Meer für die Wirtschaft der Minoer ist. Ihr Ende. Die Minoer erleben immer wieder heftige Erdbeben mit starken Zerstörungen. Die Plattentektonik in der Ägäis hat starke geologische Veränderungen zur Folge. Ein Teil Kretas wird um mehrere Meter angehoben, während ein anderer Teil der Insel sinkt. Darunter Oulus, einst eine minoische Stadt mit mehreren 10.000 Einwohnern. Immer wieder werden Städte und Paläste relativ schnell wieder aufgebaut. Doch ein Ereignis war möglicherweise der Anfang vom Ende der minoischen Gesellschaft. Die minoische Zivilisation wurde gleich mehrere Male zerstört. Einmal um das 16. Jahrhundert vor Christus, bedingt durch den Vulkanausbruch auf Santorin. Eine der größten Eruptionen in der Geschichte. Die Insel Santorin, rund 150 Kilometer von Kreta entfernt. Ein Blick über diese Halbbucht lässt die Reste eines gewaltigen Vulkankraters noch erkennen. Durch diesen Ausbruch wird die einstige Insel Thera um 1600 vor Christus regelrecht zerfetzt. Der sogenannten minoischen Eruption folgt ein heftiges Erdbeben und ein gewaltiger Tsunami mit verheerenden Folgen auch für die Nachbarinseln. Ob dieses Ereignis den Untergang der Minoer einläutete? Der Todesstoß könnte auch erst um 1400 vor Christus erfolgt sein, durch eine Invasion der Mykener vom griechischen Festland aus. Noch viele Fragen zu einer außergewöhnlichen Gesellschaft sind offen. Was fasziniert euch an der minoischen Kultur? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da.